Hallo, heute möchte ich noch einen einfachen Algorithmus für Anfänger vorstellen, der auch gerne mal in Klausuren oder Klassenarbeiten verlangt wird. Nämlich eine Methode, die mir ausgibt, ob eine übergebene Zahl nur gerade Ziffern enthält. Also hier in dem Fall würde ich ein True erwarten und in diesem Fall ein False, weil sich da eine 3 eingeschlichen hat. Wie machen wir das? Eine Möglichkeit, die man da immer wieder sieht, ist die folgende. Ich nehme die Zahl, wandle die in einen String um und laufe dann durch den String und gucke mir jede Ziffer an. Das geht, ist aber nicht elegant. Ich möchte gerne die elegante Lösung vorstellen. Und zwar möchte ich eine Möglichkeit finden, eine einzelne Ziffer von der Zahl abzuschneiden. Und die untersuche ich dann. Und wenn ich alle Ziffern abgeschnitten habe, ist die Zahl 0 und folglich bin ich fertig. Also wir brauchen eine Schleife. Die Schleife läuft, solange die Zahl größer 0 ist. Denn die Zahl verändere ich ja, da will ich ja immer mehr Ziffern abschneiden. Wie schneide ich jetzt Ziffern ab? Ich hatte das schon in einem anderen Video gezeigt, nämlich bei der Berechnung der Quersumme. Das Video verlinke ich nochmal unten in der Beschreibung. Und bei der Quersumme bin ich genauso vorgegangen, da habe ich auch die Ziffern abgeschnitten und aus diesen die Quersumme berechnet. Also im Prinzip ist dieser Algorithmus sehr ähnlich. Es gibt allerdings noch einen kleinen Unterschied, aber dazu gleich schneiden wir erst einmal die Ziffern ab. Wie machen wir das? Wir befinden uns im Dezimalsystem, das heißt, alle unsere Zahlen haben irgendwas mit der 10 zu tun. Klar, wir haben 10 Ziffern und genau das ist auch der Trick. Und mit dieser 10 arbeiten ist auch der Trick. Ich wende nämlich den Modulo-Operator an. Was macht jetzt der Modulo-Operator? Ich zeige das mal an einem einfachen Beispiel. Das ist Grundschulmathematik. Wie ich immer sage, für Informatik reicht Grundschulmathematik. Ich rechne 12 geteilt durch 5. Wir wissen, da kommt irgendeine wilde Kommazahl raus, interessiert uns nicht. Wir sind in der Grundschule, wir kennen Kommazahlen noch nicht. Also, wie haben wir in der Grundschule gerechnet? 2 Rest 2. 2 mal 5 ist 10. Und wenn wir dann noch einmal 2 draufrechnen, kommen wir auf die 12. Oder anderes Beispiel. 15 geteilt durch 6 ist 2 Rest 3. 2 mal 6 ist 12. Und dann bleiben noch 3 übrig, bis wir bei der 15 sind. Und genau dieser Rest, das ist das, was uns der Modulo ausspuckt. Nur wie hilft uns das weiter? Naja, wenn wir eine Zahl haben und da Modulo 10 rechnen, bekommen wir die letzte Ziffer. Aha, jetzt wird die Sache interessant. Also machen wir das mal. Wir rechnen mal in Ziffer gleich Zahl Modulo 10. Dann sollte in Ziffer mit diesem Beispiel die 8 stehen. Wie gesagt, wir müssen die Ziffer hier abschneiden. Unsere Zahl muss ja immer kleiner werden, weil wir ja immer die letzte Ziffer haben möchten. Und dafür wenden wir eine Ganzzahldivision an. Wir teilen also die Zahl durch 10 und schmeißen die Nachkommastellen weg, weil wir ja in einem Int speichern. Also im zweiten Durchlauf wäre die 8 weg. Jetzt müssen wir nur noch rauskriegen, ist denn die Ziffer, die wir gerade abgeschnitten haben, eine gerade Zahl. Und auch da hilft uns der Modulo, denn was ist denn eine gerade Zahl? Eine gerade Zahl ist teilbar durch 2. Also fragen wir, ist die Ziffer Modulo 2 gleich 0? Warum? Wir teilen die Ziffer durch 2 und wenn dann kein Rest bleibt, haben wir eine gerade Zahl. Ich zeige das mal an einem Beispiel. 4 Modulo 2 ist 2 Rest 0. Da bleibt nichts übrig. Und 5 Modulo 2 ist 2 Rest 1. Da bleibt ein Rest von 1 und damit ist die 5 keine gerade Zahl. Und das Schöne ist, wenn wir eine ungerade Zahl gefunden haben, können wir aufhören. Dann müssen wir nicht weiterlaufen. Dann können wir direkt sagen, hey, die Sache hat sich erledigt. Eine ungerade Zahl reicht, um die gesamte Geschichte kaputt zu machen. Dann geben wir voll zurück und brechen ab. Und wenn wir komplett durchlaufen konnten, geben wir true zurück. Ich teste es mal. Einen Fehler habe ich noch gemacht. Da muss ich natürlich reinspringen, wenn Rest vorhanden ist, wenn der Rest also ungleich 0 ist. Testen wir es mal.
Und siehe da, es sieht doch ganz gut aus. Wir bekommen bei der ersten Zahl tatsächlich ein True und bei der zweiten, wo sich die 3 eingeschlichen hat, bekommen wir ein False. Ich gebe hier mal noch eine Zahl ein, die nur aus ungeraden Ziffern besteht. Und auch dann ist die Sache False. Also, unser Algorithmus scheint zu gehen. Spielen wir die Geschichte noch einmal durch. Erstmal mit einer Zahl, die nur aus geraden Ziffern besteht. Wir laufen also mit dieser Zahl rein. Dann rechnen wir Ziffer gleich Zahl modulo 10. Das modulo 10 ist die 6, weil die 6 als Rest bleibt. Dann rechnen wir Zahl geteilt durch 10 und schmeißen sämtliche Nachkommastellen weg. Die 6 ist also weg. Dann prüfen wir, ist 6 modulo 2 ungleich 0? Nein, es ist eine gerade Zahl. Der Rest ist also 0. Wir laufen weiter. Wir rechnen Zahl modulo 10 und schreiben das Ergebnis in Ziffer. Wir haben da also die 4. Wir schneiden die 4 nochmal ab. Wir fragen, ist die Ziffer teilbar durch 2? Ja, also ist die Sache erledigt. Wir laufen weiter. Wir teilen 2 modulo 10. Rest bleibt 2. Die Zahl wird 0. 2 ist immer noch teilbar durch 0 und der Käse ist gegessen. Wir sind am Ende der Schleife angelangt und können True zurückgeben, weil es keine Ziffern mehr gibt. Anderes Beispiel, das kann ruhig ein bisschen länger sein. Wir fangen also wieder an. Wir teilen die Zahl durch 10. Wir bekommen einen Rest, das ist 4. Wir schneiden die 4 ab. Und wir fragen, ist die 4 teilbar durch 2? Ja. Und jetzt kommt der interessante Teil. Wir haben die 7. Wir speichern die 7 in der Ziffer, schneiden die 7 weg, fragen, ist die 7 teilbar durch 2? Nein, ist sie nicht. Da bleibt nämlich ein Rest von 1. Folglich können wir voll zurückgeben. Hier taucht zwar noch ein paar Mal die 3 auf, aber das ist uns egal. Wir wollen ja nicht zählen, wie viele ungerade Ziffern drin sind, sondern wir wollen nur wissen, sind überhaupt welche drin. Und damit können wir die ganze Geschichte beenden, sobald wir eine ungerade Ziffer finden. Das war dieser kleine Algorithmus. Mehr kann man dazu eigentlich nicht mehr sagen. Probiert es mal aus, programmiert es nach und spielt es auch mal in Gedanken durch und vor allen Dingen versteht die Sache mit diesem Modulo. Den kann man schon ab und zu mal brauchen, gerade bei solchen Spielereien ist das Ding Gold wert. Dann wünsche ich viel Spaß beim Nachprogrammieren.